Hallo euch allen, das sind wir bei Madden NFL 19. Wir sind im AT&T Stadium, spielen zu Hause gegen die Philadelphia Eagles in dem letzten Solo-Battle im Booster-Game dieser Woche. So, der Kickoff ist erfolgt. Wir laufen mit Sanders über die linke Seite und kommen nur bis an die 23-Yard-Linie. Erster und 10 für meine Dallas Cowboys. So, wir stellen die Offense entsprechend ein und start mit einem Lauf. Halfback-Toss, parallel zur Line of Scrimmage geht's über die Seite. Eddie George als Vorblocker, Elliott unser Running Back und los geht die Reise. Elliott hat eine Lücke, ja, kommt bis an die 30-Yard-Linie. 7 Yards Raumgewinn, zweiter Versuch und 3 für die Cowboys. Wir bleiben am Boden. Solange ich hier nicht passen muss, werde ich erstmal laufen. Elliott durch die Mitte. Das hat mal nicht gereicht für einen First Down. Dritter Versuch und 1. Das probieren wir aber trotz alledem über die Ground Attack zu holen. Eddie George, aber jetzt der Mann fürs Grobe. Und der hat das First Down an der 40-Yard-Linie. Also, alles richtig gemacht. So, wir nehmen jetzt den Halfback-Stretch auch wieder und laufen über die Außen, aber nicht komplett parallel zur Line of Scrimmage wie bei dem Toss. Da kommt von rechts ein Blitz, dann müssen wir über links laufen. Das passt mir eigentlich gar nicht. Da haben sie mir das Play kaputt gemacht, die Eagles. Zweiter und 13. So, beim zweiten und 13. Doch, ich nehme nochmal einen Lauf. Ich nehme den Toss. Ich habe da ziemliches Vertrauen in unseren Laufangriff. Elliott über die rechte Seite. Und da hat er eine... Oh, starkes Defense-Play. Sicher getackelt. Dritter und 5. Ball ist an der eigenen 45-Yard-Linie. Ja, jetzt haben wir schon hier mal eine Aufgabe. Schauen wir mal, was wir da haben. Wir nehmen den Play-Action-Fake-Quick. Amari Cooper kommt von rechts in Motion. Ich achte besonders auf Keyshawn Johnson. Und los geht's. Das Play läuft. Keyshawn Johnson intercepted. Das gibt es ja gar nicht. Ganz schwacher Pass von Prescott. Eieieiei. Turnover. Da haben wir aber mal richtig schlecht Football gespielt. Eieiei, war das mies. Erster und 10 an der 23-Yard-Linie. Da war zu wenig Druck hinter dem Wurf. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wen wir denn hier als Quarterback haben. Terrell Owens geht erstmal in Motion. McCoy mit einem Lauf, kein Raumgewinn. Zweiter Versuch und 10. Wir blitzen mit den Linebackern. Oh Gott, ja, Mr. Philadelphia Eagles. Aus der Vergangenheit, Donovan McNabb. Der hat mir schon ein paar Mal sehr weh getan bei den Solo-Battlen. Wieder ein Laufversuch von McCoy. Aber es ist nur ein Dritter und 8. Das wäre natürlich gut, wenn ich diese grauenvolle Interception hier hoffentlich nur mit einem Field Goal bezahlen muss. Dritter und 8. McNabb unter Druck, kann sich lösen, wird erwischt. Die Marcus Ware mit dem Sack. Vierter und 12 an der 25-Yard-Linie. Ist immer noch eine ganz sichere Field Goal-Entfernung. Ich versuche mit der Wusi natürlich trotzdem zu blocken. Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein für Philadelphia. So ist es. 3:0 führen die Eagles mit dem Ende des ersten Quarters. So, wir gehen gleich rüber in das zweite. Der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. An der 1-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Retourniert bis an die 24-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Lauf über die Mitte. Hm,
Na, wir gehen über die Außen. Wir gehen über die Außen mit Elliot, Eddie, George als vor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Also mit dem Laufspiel, das können wir gegen die Eagles, würde ich mal sagen, getrost vergessen. Beim Passspiel hatten wir eine Interception. Na, Mahlzeit. So, Cooper kommt von rechts, geht in Motion. Wir achten auch auf unsere Tight Ends. Los geht's. Aber da ist Amari Cooper frei. Da ist das First Down. An der 36-Yard-Linie. Guter Pass von Prescott. Erster und 10. Ich kann natürlich nicht komplett jetzt hier sagen, ich werde jetzt das Laufspiel komplett über Bord werfen. Die werden ab jetzt nur noch passen. Elliot über die linke Seite. Diesmal sitzen da Blocks. Sehr schöne Blocks. Elliot first down an der 48-Yard-Linie. So. Wir nehmen die 4 Verticals. Ah, das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Die Sekunden tickern hier schon runter. Wir sind nämlich schon beim 2-Minute-Warning angekommen. Die letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit sind also angebrochen. Wir probieren mal einen langen Ball. 4 Verticals. Ja, die Wideouts sind sehr zurückgezogen. Gedeckt von links kommt ein Blitz. Wir achten besonders auf Jarwin in der Mitte. Unser Tight End, und den hat der wunderbar runtergepflückt. First down an der 30-Yard-Linie. Erster und 10 für die Cowboys. Nehmen wir den Close Play Action Cross. Wir attackieren die Mitte mit Swaim und mit Amari Cooper. Und Amari Cooper hat den Ball und fummelt ihn. Nächste Turnover, das gibt es ja gar nicht. Erster und 10 Philadelphia an der eigenen 8-Yard-Linie. Oh, weia, 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 weia. Das ist natürlich mal richtig bitter gewesen. Das darf Amari Cooper nicht passieren. Erster und 10 Philadelphia. McNabb wirft vollständig. Oh Gott, oh Gott. Ja, bei den Cowboys. Ach du Heilige, ich segel da hinten durch die Gegend wie ein Wahnsinniger. Da ist gerade der Faden gerissen. Also das hat, die Interception hat schon wehgetan, aber der Fumble, der war sogar jetzt noch schlimmer. Erster und 10 an der 28-Yard-Linie für Philadelphia. Wir blitzen mit beiden Safeties. Woods und Earl Thomas kommen nach vorne, rücken ein. Aber McNabb bleibt cool. Ball an der 33-Yard-Linie. Doug Peterson, der Super Bowl-Coach der Eagles, nimmt die erste Auszeit. Zweiter Versuch und 5. Der nächste tolle Pass von McNabb. Der nimmt die Cowboys-Defense hier gerade aus seines. Der Tight End der Eagles mit dem Catch und dem neuen First Down. Die Cowboys sind ganz schlecht unterwegs und da kassieren sie zu Recht den Touchdown durch die Sean Jackson. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist nur hier gerade los? Die Eagles absolut dominant. Führen verdient mit 10 zu 0. Zwei Turnovers der Cowboys. Und beide werden mit Punkten bestraft. Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Sanders mit dem Return. Geht früh rüber auf die linke Seite. Kommt immerhin noch mal bis an die 36-Yard-Linie. Ich muss sehen, dass ich hier auf jeden Fall noch ein paar Punkte mitnehme. Erster und 10. An der 36-Yard-Linie. Wir haben noch 3 Auszeiten. Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Keyshawn Johnson. Schauen wir mal, was die Safeties machen. Keine Chance. Ich wollte gerade auf meine Sicherungsoption werfen, da lag ich schon am Boden. Die spielen hier grandios, die Philadelphia Eagles. Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Eddie George. Dritter und 26. Doug Peterson nimmt die
Zweite Auszeit. Ich probiere es mit einem Lauf. In der Hoffnung, hier noch ein paar Sekunden von der Uhr zu nehmen. Aber das wissen auch die Eagles. Ich gehe per Audible in einen 866 Hawk-Spielzug hinein. Wir achten mal auf Keyshawn Johnson. Der hat den Ball. So, wir haben noch 10 Sekunden auf der Uhr. Wir haben einen vierten Versuch und 5 und den werde ich ausspielen. Einfach, weil ich glaube, dass wir das drauf haben. Cooper von der linken Seite, auf den werde ich verstärkt achten. Jarvin ist meine Sicherung. Jarvin bekommt den Ball, kann ihn festhalten. First down an der 49-Yard-Linie. Ja, Hail Mary werde ich mit Sicherheit nicht spielen, Jungs. Four Verticals. Ich habe nur eine Chance, das heißt tiefen Ball Richtung Endzone. Wir achten auf unsere beiden Wideouts, schauen, was die Safeties hier machen. Du hast keine Chance, gegen dieses Team tief zu werfen. Zu aggressiv. Ach du Weiher, das sieht ganz schlecht aus für meine Cowboys. Zur Halbzeit liegen wir mit 10 Punkten hinten. Wir müssen die zweite Halbzeit auch noch mit dem Kickoff eröffnen. Ball geht bis in die Endzone, wird aber heraus retourniert. Die Eagles mit dem Return 29-Yard-Linie. Wenn ich hier jetzt nochmal Punkte kassiere, also sprich, wenn ich hier noch einen Touchdown kassiere, glaube ich, ist das schon eine Vorentscheidung. Ein Field Goal kann ich gerade noch zulassen. Im Idealfall gelingt mir ein Turnover. Erster und 10 Philadelphia. Russell Wilson, mein Gott. Russell Wilson, mein Gott. Ich bin heute irgendwie auf Seattle Seahawks getrimmt. Donovan McNabb, der nimmt mich hier komplett auseinander. Erster und 10 an der 47-Yard-Linie. Versuch eines Hitsticks. Unglaublich. An der 2-Yard-Linie. Zach Ertz, glaube ich, war es, der Tight End. Na, Dallas Goedert. Ja, den haben uns die Eagles beim Draft vor 2 Jahren weggeschnappt. Den wollte Dallas eigentlich unbedingt verpflichten. First and Goal an der 2. McNabb macht selbst. Das ist schon Höchststrafe, was die Dallas Cowboys hier gerade kassieren. Oh mein Gott. Problemlos beenden die Philadelphia Eagles diesen Drive in der Endzone der Cowboys. Und es steht 17-0. Wir brauchen ganz, ganz schnell Punkte. Aber wirklich ganz, ganz schnell. Und da muss meine Defense irgendwie in der Lage sein, die Eagles mal zu stoppen. Kick geht bis in die Endzone. Sanders nimmt den Ball auf. Der Return geht über die linke Seite. Endet an der 26-Yard-Linie mit einem ersten Versuch. Und 10 der Cowboys. Starten jetzt auf meine Offense in die zweite Halbzeit. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Slants, Johnson und Owens auf der linken, Cooper auf der rechten Seite. Schauen wir, ob wir die Defense der Eagles auseinandergezogen kriegen. Das gelingt. Die Seite ist frei und Amari Cooper auf und davon. Die Cowboys leben. Touchdown Dallas. 74 Yard. Also dann, auch diese E-Defense kann geknackt werden. Da macht Amari Cooper seinen Fehler mit dem Fumble wieder gut. 17-7. Wir verkürzen. Im dritten Quarter. So, aber wie gesagt, wichtig ist, unsere Defense muss auch mal die Eagles stoppen. Kick geht bis knapp hinter die Goal-Line. Da werden wir auf jeden Fall einen Return sehen. Jeff Heath läuft mal gnadenlos am Returner vorbei. Erster und 10 an der 32-Yard-Linie. Wir blitzen mit beiden Safeties, also Woods und Earl Thomas kommen beide nach vorne, unterstützen den Pass Rush der Cowboys. Es ist ein Laufspiel, schön direkt gestoppt. McCoy kommt nicht nach vorne. Zweiter Versuch und 7. Wir blitzen mit dem Edge Sting.
Wieder ein Lauf durch die Mitte. Oh, Probleme beim Tackling bei den Cowboys. Dritter Versuch und eins. Wir blitzen wieder mit den beiden Safeties. Das wäre jetzt so wichtig, wenn wir die Eagles hier stoppen. Und das gelingt. Xavier Woods. Tackle for loss gegen McCoy. Die Eagles müssen punten. Oh, ein guter Punt. Der geht aber in die Endzone. Jawohl. Weit, 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 weit. Erster und 10. Der ist an der eigenen 20-Yard-Linie. So. Tight End Attack. Wir achten auf die beiden Wideouts. Schau mal, was der Safety macht. Jarwin attackiert die Mitte. Wir gehen auf Jarwin. One-Handed Catch pro... Ah, das ist ein Tight End. Das ist nicht so... Wenn du nicht gerade Gronkowski heißt, hast du mit so etwas als Tight End Probleme. 2010, wir schicken Amari Cooper von der rechten Seite in Motion. Achten auch hier wieder auf unsere beiden Tight Ends. Los geht's. Da ist die Lücke für Amari Cooper. Der hat den Ball. Der will seinen Fehler wegmachen. So, Play Action Bubble J over. Cooper linke Seite geht Richtung Endzone. Wir achten auf Jarwin. Wir haben hinten nur einen Safety stehen. Wir gehen über die Mitte auf den Tight End und der hat ihn. Der hat ihn. First Down Cowboys an der 29-Yard-Linie von Seattle. War der letzte Spielzug im dritten Quarter. Wir gehen rüber ins vierte. Also die Cowboys leben noch. Erster und 10. Wieder attackieren wir die Mitte mit Jarwin und Keyshawn Johnson. Wir achten auf die beiden Wideouts. Schauen wir, was die Safeties machen. Wir gehen tief in die Endzone. Incomplete Pass. War das eine Das ist eine Interception, oder? Das ist eine Interception. Das gibt es ja gar nicht. Der Ball war doch eigentlich am Boden. Das wäre passend für dieses Spiel, für dieses Kackspiel. Erster und 10, Philadelphia. Es war definitiv eine Interception. Lauf durch die Mitte. 3 Yards Raumgewinn. Natürlich werden jetzt die Eagles schon anfangen, die Uhr runterlaufen zu lassen. So, das 2-Minute Warning haben wir noch. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, hier keinen First Down zuzulassen. Laufen wir die Außen, das gelingt schon. So, jetzt wird die Uhr runter. Dann werden wir den dritten Versuch sehen der Eagles, der mit Sicherheit auch wieder ein Laufspiel sein wird. Den ich nicht, danach werde ich keine Auszeit nehmen, weil ich die für den nächsten Drive benötige. Dritter und 10. McNabb, incomplete pass. Das wäre es jetzt gewesen. Jetzt eine Interception. Vierter und 10. Die Eagles punten von der eigenen 20-Yard-Linie. Bis an die 25 geht dieser Punt und Sanders mit dem Return. Er entscheidet sich über die linke Seite. Da kommen die Eagles-Verteidiger. Sanders gestoppt an der 49-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Four Verticals. Ich muss ja versuchen, hier tief zu gehen. So. Die beiden Whiteouts werden lang gedeckt. Prescott läuft selbst. First Down für die Cowboys. No Huddle Offense jetzt natürlich auch bei Dallas. Wieder geht's in die Four Verticals. Wieder achten wir darauf, was die Verteidiger uns bieten. Der Ball auf den Tight End. Incomplete Pass. So, jetzt atmen wir erstmal durch. Nehmen die Double Slants. Cooper und Johnson von der linken Seite, Owens von der rechten Seite. Das war's. Jetzt ist das Ding durch. Die wievielte Interception war das? Die dritte. Also insgesamt, glaube ich, 4 Turnovers, die wir gesehen haben. Erster und 10, Philadelphia an der 46-Yard-Linie.
Jetzt bräuchte ich schon einen Turnover. Also jetzt brauche ich meine Auszeit nicht mehr groß nehmen. Ah, das ist bitter. Bitter, bitter, bitter. So, natürlich nehmen wir die Auszeiten. Dennoch, ich kann ja immer noch mit einem erfolgreichen Onside-Kick. Ach, klappt nie im Leben. 2009. Ich habe so viele Interceptions in diesem blöden Spiel geworfen. Lauf über die Außen. So, jetzt haben wir eine zweite Auszeit. Eine haben wir noch. Dritter und 7 Ball an der 43-Yard-Linie. Da haben die Eagles mich doch echt abgeledert. Das Spiel verloren hat definitiv meine Offense. Also wer sich insgesamt 4 Turnovers erlaubt, der muss sich nicht wundern, wenn er ein Footballspiel verliert. Da hat die Defense gehalten. Der Ball ist an der 39-Yard-Linie. Die Eagles mit dem Punt gehen ganz auf Nummer sicher. An der 12-Yard-Linie geht der Ball ins Aus. So, wir haben noch sage und schreibe 54 Sekunden auf der Uhr. 4 Verticals. Wieder einmal. Da dachte ich gerade, Keyshawn Johnson in der Mitte. Den hat er. Da ist er frei. War er leider nicht. Wir nehmen die Flut. Cooper und Cobb, meine Anspielstation. Jarwin attackiert die Mitte. Wir gehen auf unseren Tight End. Ball an der 30-Yard-Linie. No-Huddle-Offense meiner Cowboys. Nehmen wir den Seams under. Wir achten auf Cooper und auf Keyshawn Johnson, also auf die linke Seite. Prescott wirft tief. Schöner Catch. Ball an der 16-Yard-Linie. Nehmen wir den Smash. Aber das dauert jetzt natürlich viel zu lange. Viel, viel zu lange. War Terrell Owens in der Endzone? Angeblich war es. Ja, das, also bei dem Spiel geht wirklich alles schief. Es geht alles schief. Das war's. Das Spiel ist aus. Mann, Mann, Mann. 17 zu 7 verlieren wir zu Hause. Das ist schon schlimm genug. Gegen die Eagles. Das ist richtig schlimm. Das war's also mit den Solo-Battlen in dieser Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.